Und da geht's schon wieder weiter mit GTA. Hallo. Trevor wirft jetzt hier erstmal mit Essen nach irgendwelchen Leuten oder mit Abfall. Warum hat er überhaupt hier in dem Abfalleimer gerade gewühlt? Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Okay. Heute mal wieder eine neue Folge und ich habe mir was Besonderes ausgedacht, was gar nicht so besonders ist. Aber was sich einige nochmal gewünscht haben und was ich, ich glaube, schon mal eine Folge lang gemacht habe. Und zwar, dass ich einen Tag, beziehungsweise eine Folge von GTA 5 hier absolut sozial und normal, beziehungsweise, ja, so vorgehe, als wäre ich ein normaler Passant oder ein normaler Teilnehmer des allgemeinen Autoverkehrs hier. Und deswegen halte ich mich dann zum Beispiel an das Gesetz. Ja, klingt langweilig. Und natürlich auch an die allgemeinen Verkehrsordnungen oder an die allgemeine Verkehrsordnung. So, das heißt, na gut, klauen darf ich eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, da mache ich dann mal eine Ausnahme. Wobei ich sage einfach da hinten, das ist mein Auto. Und ja, ich muss natürlich dann aufpassen, bei roten Ampeln muss ich stehen bleiben, rechts vor links und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, wie das hier genau aussieht in Amerika. Ich war in Amerika noch nie und ich bin da auch noch nie Auto gefahren, aber trotzdem. Naja, und okay, das ist jetzt die einzige Straftat, die ich begehen darf. Ich darf natürlich auch keine Waffen und so benutzen. Und überhaupt bin ich heute ein total braver und lieber Bürger. Ah, jetzt machen wir das Licht nochmal, das Fernlicht auch an, damit wir die Leute blenden. Das, wobei das darf man eigentlich auch nicht. Fernlicht, oder ich weiß gar nicht, wie das genau geregelt ist, wann man Fernlicht, bei Nebel und starkem Regen und so kann man Fernlicht auf jeden Fall. Alter, was ist das denn hier? Keine Ahnung, wie man jetzt hier fahren muss. Ich habe zwar einen Führerschein schon seit ein paar Jahren, aber, egal. Okay, dann fahren wir dem mal hinterher. Wir dürfen natürlich auch nicht zu schnell fahren, da müssen wir wirklich aufpassen. Und ganz ehrlich, wenn jetzt Leute sagen, ja, das ist aber nicht so spannend und das ist relativ langweilig, guck mal, Leichenwagen. Das Geile ist tatsächlich, dass man hier sehr dann auf die Spielwelt eingeht, sehr die Spielwelt beobachtet und einfach mal merkt, wie die Spielwelt um sich herum oder um einen herum sich, ja, abspielt. Weil die ganzen Leute hier, die ganzen Spielpersonen, die ganzen NPCs und so, die haben natürlich alle ihr eigenes Leben, ihr, ja, ihren eigenen Tagesablauf. Und das ist sehr interessant, das zu beobachten. Vor allem, die Autofahrer fahren tatsächlich auch, alle sehr unterschiedlich. Das ist wirklich interessant, das mal so zu beobachten. Manche fahren dann auch mal über Rot und so. Und das sieht man halt nie, wenn man so normal GTA spielt. Und ich habe das früher schon immer sehr gern gemacht, mich einfach mal an den Verkehr zu halten und dann genauso zu fahren wie die anderen Verkehrsteilnehmer und so. Es ist eigentlich eine coole Sache. Und ich finde, so ab und zu kann man das tatsächlich mal machen. Wie gesagt, das habe ich schon mal gemacht. Und war ganz interessant, vor allem ist es irgendwann dann eskaliert. Also so lange kriegt man das dann gar nicht hin, vor allem wenn die einfach nicht blinken. Na gut, wir haben natürlich keinen Blinker und so. Naja, wo ich schon gerade von früher rede. Hallo? Alter! Ja, super. Einfach die Spur wechseln ohne Blinken. Nee. Na gut, wie gesagt, es gibt keinen Blinker. Das ist ein bisschen blöd, aber kennt ihr das vielleicht, wenn man so über die Autobahn fährt? Ich kenne das noch, als ich mit meinen Eltern früher in den Urlaub gefahren bin und dann sind wir halt mit dem Auto über die Autobahn und so, wie man das halt so macht mit dem Auto. Und neben, also man ist so auf der linken Spur, ne, überholt und so, und auf der rechten ist dann ein LKW, ein relativ großer LKW und so, und auf einmal, während man den gerade links überholen möchte, zieht er dann auch auf die linke Spur rüber und du bist aber schon neben ihm. Das heißt, er wird dich dann voll gegen die Leitplanke brettern lassen. Wie fährt man denn hier? Ich habe gar keine Ahnung, wie man hier fährt. Naja, und, boah, das ist schon... Da hatte ich manchmal schon echt Angst, ey. Was da alles so passieren kann, wie manche LKW-Fahrer fahren, es ist schon nicht mehr so feierlich. Naja, okay. Auf jeden Fall, früher habe ich das in GTA auch immer sehr gerne gemacht, dass ich dann einfach... ich habe keine Ahnung, wie man jetzt hier fährt. So, mit meinen jungen Jahren bin ich dann einfach mal... total brav... so über die Straße gefahren, natürlich nicht zu schnell und so. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema. Ein paar Leute haben in den Kommentaren von Facebook gefragt, wo ich ja nachgefragt habe, über was ich nochmal so reden soll und so. Und da hatten ein paar Leute halt geschrieben, rede doch mal so über deine ersten Games und so, die du selber gespielt hast. Und... Ah, komm, das schaffe ich noch! Ah, scheiße. Naja, ihr könnt mir ja Minuspunkte geben für jedes... Genau, mach das doch mal. Gib mir... oder jetzt, genau, so ein Minuspunktenzähler oder so ein Verkehrssünderzähler. Und dann könnt ihr jedes Mal mir einen Strich dazugeben und am Ende präsentiert ihr mir dann einfach, was ich alles falsch gemacht habe. Ihr kennt euch wahrscheinlich einfach besser aus mit den Verkehrsordnungen, mit der Verkehrsordnung natürlich. Und
Ah, scheiße, ich wollte eigentlich auf die Brücke fahren. Naja, okay, auf jeden Fall, so einer meiner ersten Titel war tatsächlich... Ah! Wow, das war knapp. War tatsächlich... Oh, wir müssen uns jetzt hier einordnen. Reißverschlussprinzip. Nee, die haben natürlich Vorfahrt, die anderen, ne? Die kommen ja... Das ist ja eine Autobahn, oder die kommen von der Brücke. Müssen wir ein bisschen jetzt aufpassen. Aber interessant. Oh, guck mal, der fährt eben nämlich sofort rein. Ja, GTA 1, tatsächlich so einer meiner ersten Titel, den ich gespielt habe. Der war ab 16, muss ich mal dazu sagen. Und den hatten mir meine Schwester dann im Bundle mit GTA London, also GTA 1 und GTA London. Hat der gerade einen Mittelfinger gezeigt? Hat mir auf jeden Fall meine Schwester, glaube ich, beim Saturn gekauft. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Elektronikfachmarken, Elektronikfachmärkte. So, des Vertrauens zum Beispiel, Mediamarkt und so weiter und so fort. Und ja, da hat sie mir den dann gekauft, weil ich, boah, wie alt war ich denn da? 12, 13 oder so. Und da habe ich dann tatsächlich auch schon GTA gespielt. Nein, nein! Uh-oh. Es tut mir leid. Und boah, das Spiel habe ich gesuchtet. Ich wusste zwar früher noch nicht genau, wie das geht. Ich weiß wirklich nicht, wie alt ich war, aber ich habe mich da auch gar nicht so viel interessiert für die Story und das Gameplay. Ich bin im Grunde einfach nur fasziniert durch diese große, offene Spielwelt. Ja, das war tatsächlich schon eine offene Spielwelt, auch wenn ein paar Brücken gesperrt... Ich glaube, es waren drei Städte in GTA 1. Und auf der ersten konnte man sich... Oder in der ersten, in dem ersten Teil konnte man sich dann frei bewegen. Und dann konnte man halt durch die Story-Mission und so, wie man das ja auch von den anderen GTA... Teilen kennt, nach und nach die Städte freischalten. Und dann waren halt die Brücken irgendwann nicht mehr eine einzige Baustelle und man konnte drüber fahren. So, und dann hatte man tatsächlich dann so, das war einer der ersten Titel, wo man eine relativ große offene Welt hatte. Es war alles ja, sehr quadratisch und so aufgebaut, aber es war schon sehr cool und ich bin einfach stundenlang durch die Welt gefahren und wie man das heute in GTA immer noch macht, das muss man sich mal vorstellen, das Liebste, was ich gemacht habe, natürlich Amok laufen. Einfach dann irgendeine Waffe geschnappt oder ein Auto und dann einfach über die Leute gefahren. Zum Beispiel diese, ich weiß bis heute noch nicht, was es sind, aber ich glaube diese, das waren so Pfadfindergruppen, die kennt ihr vielleicht noch, die sind immer so in einer Schlange gegangen und dann ist man mit dem Auto, wenn man die erblickt hat, immer sehr, sehr gerne über die gefahren. Also möglichst über die ganze Schlange. Das Geile war, oh, das hört sich jetzt wieder total falsch an, aber tatsächlich das Geile daran war einfach, es hat sich extrem cool angehört, wenn man bei GTA 1 und auch bei den späteren Teilen rechts aufpassen. Na gut, dann nicht. Über die Passanten gefahren ist, weil die haben dann immer so, ja, ich weiß es nicht mehr, wie das sich genau angehört hat. Das Geräusch immer so, ja, das war so ein Platsch, Knacksen und was weiß ich, irgendwie so eine geile Kombo. Hat sich total geil angehört und dann war da halt auf einmal dann so ein kleiner roter Fleck, ja, auf dem Boden. Mehr war es tatsächlich nicht, weil es war halt, ja, wann ist das rausgekommen? 1996, ich weiß es nicht mal. Auf jeden Fall natürlich relativ alt schon der Titel und früher war die Grafik auch noch nicht so extrem geil. Das war natürlich, muss ich mal für die Leute sagen, die das noch gar nicht oder gar nicht kennen und erst vielleicht mit GTA 4 oder GTA 5 angefangen haben. Es war halt aus der Vogelperspektive die Sicht und von da oben, man hat quasi auf den Kopf des Protagonisten, der Spielperson geguckt und hat den dann aus dieser Perspektive auch gesteuert und es war schon sehr lustig, aber früher war das extrem realistisch, deswegen auch ab 16 und da fingen dann so die ganzen Diskussionen an über Killerspieler und so weiter und so fort und meine Mutter fand das auch gar nicht gut, aber meine Eltern, meine Mutter und mein Vater, die waren da immer... Hallo, wir haben das Hindernis auf unserer Seite, das heißt, wir müssen warten. Die waren da aber trotzdem immer relativ liberal zu eingestellt. Meine Mutter hat das nie so wirklich begrüßt und so. Allerdings fand sie das auch nicht so schlimm und ja, deswegen hat mir meine Schwester das dann auch kaufen dürfen. Meine Mutter wusste das nicht wirklich, aber sie hat natürlich gesehen, dass ich dann das auch gespielt habe. Und ja, irgendwann hat sie es dann mehr oder weniger akzeptiert mit dem Kopfschütteln. Und sonst hätte ich das auch nicht spielen dürfen. Ich war natürlich relativ jung, aber man sollte sich auch mal überlegen, dass die Spiele natürlich nicht so realistisch waren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt meinen 12-jährigen Sohn oder meine 12-jährige Tochter, da würde ich das wahrscheinlich noch kritischer sehen, dann GTA 5 spielen lassen würde mit so Folterszenen und so, die natürlich für die Story relevant sind und nicht einfach nur so ins Spiel eingefügt worden sind, um dann irgendwie die Mütter zu verschrecken oder die Eltern zu verschrecken. Naja. So, das war auf jeden Fall so der Titel und jetzt bin ich eigentlich... sehr auf der GTA-Schiene schon wieder gelandet. Ich würde eigentlich sehr gerne nochmal über GTA-Teile, über die ganzen GTA-Teile sprechen. Aber heute ist das Thema ja so meine ersten Spiele.
Und ja, vielleicht komme ich dann gleich nochmal auf die anderen GTA-Teile zu sprechen. Ich weiß, es ist hier gerade nicht so spannend. Vielleicht mache ich dann jetzt gleich einfach noch eine Verfolgungsjagd, wenn ich nochmal ausflippe. Das weiß ich nicht. Naja, okay. Auf jeden Fall kam dann, ich weiß nicht genau, ich habe natürlich die ganzen Daten nicht im Kopf, hätte ich mir natürlich mal überlegen können. Tomb Raider. Beziehungsweise Tomb Raider 1 habe ich tatsächlich, glaube ich, später erst, beziehungsweise nach Tomb Raider 2 gespielt, weil Tomb Raider 2 war, glaube ich, so in meiner Kindheit der interessanteste Titel, den ich da insgesamt neben GTA gespielt habe. Und GTA 2 habe ich tatsächlich sehr, 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 sehr krass gesuchtet, sehr viel gespielt. Allerdings war und ist Tomb Raider 2 immer noch ein sehr schwieriger Titel. Das kriegt man wirklich, wenn man das heute spielt, immer noch sehr, sehr schwer hin, manche Passagen dann zu meistern und so, weil man da schon echt gut sein muss. Man muss sehr, sehr getimed, sehr getimed halt bestimmte Sprünge auch aneinander rein und dann Gegner mit einer Rolle nach hinten, mit einer Rolle nach vorne und so weiter und so fort dann ausschalten. Und war tatsächlich und ist tatsächlich immer noch eine ziemliche Herausforderung. Und ich als kleiner Bub früher bin da immer ziemlich gescheitert. Zum Beispiel auch so Fallen und so, wo man dann halt schnell durchlaufen musste, dann einen Schalter betätigen oder einen Hebel und so weiter und so fort. Fuck, wie bin ich jetzt gefahren? Scheiße. Kann man hier gar nicht lang... Oh, man darf hier gar nicht lang fahren. Puh, scheiße. Naja, auf jeden Fall bin ich da immer ziemlich oft gescheitert. Alleine schon beim Training. Bei Teil 2 gab es ja immer dieses Tutorial in Croft Manor. Also dem Haus der Crofts, dem Anwesen der Crofts. Ich sag schon Crofts wegen Minecraft. Der Crofts auf jeden Fall. Der Familie Croft. Die Eltern sind ja relativ früh gestorben von Lara. Und da konnte man dann immer über diesen Hindernisparcours laufen. Musste dann oder konnte eine Zeit meistern. Und sich dann so die Steuerung halt ein bisschen aneignen. Und der Butler ist da auch immer hin und her gelaufen mit dem Tablett und so. Das werden bestimmt ganz viele von euch kennen und jetzt sagen, oh ja, erinnere ich mich auch und so. Wenn man den angerempelt hat, dann klimperte irgendwie immer das Tablett. Und der Typ hat immer irgendwie so seltsam gestöhnt. Immer so, naja, war so ein bisschen seltsam. Und dann gab es auch noch dieses Heckenlabyrinth. Auch sehr geil. Und da ist man dann halt, da konnte man dann im Haus irgendwo auch einen Schalter betätigen. Ich glaube, es war in der Kühlkammer, um dann eine, ja, um irgendeine Klappe zu öffnen in diesem Labyrinth. Und da muss man dann halt, reinlaufen und das war's auf jeden Fall. Okay. Ha! Okay, sorry, ich dachte, heute passiert, letztens war es mal spannender auf jeden Fall, wenn man hier macht, was man möchte. Wenn man nicht das macht, was man möchte, aber naja, okay. Sorry, war jetzt vielleicht nicht so spannend, aber dann durch das langsame Fahren konnte man so ein bisschen erklären oder besser erklären. Ja, und dieses Heckenlabyrinth war halt relativ schwierig. Man musste sich natürlich vorher dann noch den Weg genau aussuchen oder den Weg überlegen, wie man den laufen muss und so. Weil da gab es natürlich viele, Sackgassen und so weiter und so fort. Oh, er hat Sack gesagt. Ja, sorry. Das war schon sehr cool, also das, aber es war halt irgendwie immer zu schwer und hab mir dann auch irgendwann das Lösungsbuch gekauft. Da war dann nochmal ganz genau aufgezeichnet, was es für Waffen gibt, was es für Gegner gibt und so. Hat mir immer sehr, sehr gut gefallen und seitdem habe ich eigentlich alle Tomb Raider Teile. Fuck! Alle Tomb Raider Teile gezockt. Oh Mann, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Und hab mir natürlich auch zum Beispiel zu Tomb Raider 4 The Last Chronicles oder Last Revolution, ich habe keine Ahnung mehr, wie die alle hießen. Es gibt da so viele mittlerweile, auch diese Angel of Darkness, Anniversary und naja. Wobei Angel of Darkness war ja so ein bisschen der Serien-Tiefpunkt. Trotzdem hat mir der immer noch sehr gut gefallen, der Teil. Ich sag nur der eine Geist. Da werden Leute des, oder Kenner der Serie jetzt wahrscheinlich auch sagen, oh ja, naja. Aber Tomb Raider 2 ist, glaube ich, bis heute immer noch mein Lieblingsteil. Kann man natürlich nicht vergleichen mit Tomb Raider, dem Serienreboot, der ja letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber halt Tomb Raider 2 immer noch der geilste Titel, der geilste Teil der ganzen Serie. Und alleine, weil man wirklich, das war ein sehr langer Titel, halt auch ein sehr schwieriger Titel. Und man hatte natürlich dann auch viele, viele Stunden Spielzeit. Nicht immer Spielvergnügen, aber ja, man hatte auf jeden Fall viel Spielzeit. Da ist das Triebwerk gerade ausgefallen, das rechte und das linke wahrscheinlich auch gleich. Und dann gab es natürlich diese extreme Vielfalt an Leveln. Und die ganzen Easter Eggs, man konnte, es gibt ja sogar einen T-Rex im zweiten Teil, wenn man dann im ersten Level bei der chinesischen Mauer da unten sich irgendwo abgeseilt hat, da kam auf einmal ein T-Rex und man konnte den dann mit dem Granatwerfer, oh, das zweite Triebwerk hat es auch erwischt, mit dem Granatwerfer dann den T-Rex irgendwie jagen und zerstückeln.
Und im zweiten Level ging es dann nach Venedig. Die Stadt kannte ich natürlich früher gar nicht. Und erst, ich habe tatsächlich durch Tomb Raider 2 erst Venedig kennengelernt, so als Stadt und mit den ganzen Kanälen und so. Und war auch ziemlich cool nachgebaut, muss ich ehrlich sagen. Und dann ging es ging überall hin. Ich weiß gar nicht, überall. Nach Himalaya, hier Nepal, ins Kloster und es gab... Ja genau, dann gab es ja noch dieses Level mit der Bohrinsel und dieses Unterwasserlevel. Und boah, das war einfach so krass. Ich fand es von der Atmosphäre her, war das wirklich das krasseste Spiel. Da kommt heute auch kein Spiel hinterher. Ich feiere das immer noch extrem. Also ihr merkt, ich bin wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Tomb Raider. Und ja, und dann weiß ich gar nicht mehr. Dann war irgendwann so ein Schnitt. Ich glaube, ich habe dann einfach nachdem ich die beiden Spiele, also GTA 1 und Tomb Raider 2 gespielt habe, bin ich dann einfach wirklich bei den Serien hängen geblieben. Wow, aufpassen. Und so, bin dann wirklich da hängen geblieben und habe dann die ganze Reihe immer weiter verfolgt. Dann kam halt GTA 1, nach GTA 1 natürlich GTA 2, also GTA 1, GTA London, dann GTA 2 und dann kam GTA 2, GTA 3 und Rise City und boah, was gab's da nicht alles? San Andreas natürlich. Teil 4, Teil 5 und Liberty Stories, oder es gibt da so viele Add-ons und alles mögliche mittlerweile auch. Und oh, ich habe das alles so gesuchtet. Und ich muss wirklich, da gab es dann auch so viele kleinere Titel, aber ich kann mich da jetzt gar nicht mehr so dran erinnern. Da müsste ich tatsächlich nochmal mein Regal, ich könnte ja eigentlich nochmal mein Spieleregal filmen und naja. Dann so sagen, was da noch meine Lieblingstitel früher waren. Ich mache auf jeden Fall hier eine kurze Pause. Einfach mal so als Anregung. Vielleicht werde ich das dann mal fortführen. Und naja, heute mal eine etwas kürzere Folge, weil es heute alles ein bisschen knapp geworden ist. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal hier bei GTA 5. Ciao, ciao.